kurz Wiese rauf, Wiese runter. War alles möglich, wollten unbedingt den Dreier mitnehmen, haben gesehen, zweite Halbzeit enorm viel Ballbesitz gehabt, viele Chancen rausgespielt. Machen ein Tor, Frage, ob es abseits ist oder nicht. Schiri hat auf Tor gezeigt, Linienrichter hebt die Fahne, haben kurz kommuniziert. Haben wir so hinnehmen müssen, haben weiter nicht aufgesteckt, haben weiter Druck gemacht, wieder Chancen gehabt und dann halt mit dem Abpfiff meiner Chance persönlich hätten wir den Dreier mitnehmen müssen. So bleibt es bei einem Punkt. Ich denke, auf der zweiten Halbzeit müssen wir mitnehmen, können wir aufbauen und dann nächste Woche mit der gleichen Einstellung, mit der Aggressivität und mit dem Wille zu Hause wieder einen Dreier zu holen. Ja, ich bin erstmal stolz, dass ich sagen muss, wir haben eine Top-Reaktion gezeigt zu dem Spiel gegen Wien, wo wir nichts auf die Platte gekriegt haben. Haben heute ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Die Art und Weise war gut. Wir haben für ein Auswärtsspiel unheimlich viele Tormöglichkeiten rausgespielt, ganz wenig zugelassen gegen eine spielstarke Hachinger Mannschaft. Wenn man das Ergebnis sieht, reihen wir uns da ein bei Unterhaching und viele andere Vereine in den letzten Wochen. Ich glaube, es ist das siebte Unentschieden in Folge. Klaus, das stimmt ungefähr. Ja. Haben wir uns eingereiht. Das 1-1 haben wir nicht gemacht, sondern 0-0 diesmal, weil es war ja viermal 1-1. Ich denke einfach, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben und hätten eigentlich auch verdient als Sieger vom Platz gehen müssen. Dieses ominöse Tor, ich habe es mir auch nochmal angeschaut. Ich muss sagen, so wie der Ball reingeht und so wie die Situation ist, kann man es eigentlich geben oder muss man es eigentlich geben. Marvin Poirier läuft einfach durch. Der Torwart kann den Ball nie halten, geht ins lange Eck. Für mich war es einfach so, dass wenn der Schiedsrichterassistent, glaube ich, nach 2,5 Minuten, ich weiß nicht, ob er einen Anruf vorher noch gekriegt hat, das war doch abseits, ich weiß es nicht, weil das nach 2,5 Minuten gefühlt erst die Fahne richtig hebt. Aber mit dem muss man leben, das ist einfach so. Wir haben heute viele Möglichkeiten gehabt. Zweimal hat der Torwart sehr, sehr gut gehalten, kleine 1 Minute, glaube ich, hat er super rausgetaucht. Dann der Kopfball von Kreuz, den hat er gut rausgetaucht, dann treffen wir die Latte. Da haben wir schon viele Möglichkeiten gehabt und in der zweiten Halbzeit war dann bezeichnend die allerletzte Möglichkeit durch Marvin Wanicek, der eigentlich nur das Tor treffen muss, ist der Ball drin, da geht er 10 cm am langen Eck vorbei. Also war uns nicht vergönnt, aber die Reaktion und die Art und Weise war richtig gut und darauf lässt sich aufbauen. Dankeschön. Vordergrund stand natürlich, dass wir gut ins Spiel gehen, von der Einstellung her, von der Aggressivität, von den Zweikämpfen. Ich denke, wir haben erste Halbzeit einen Torschuss zugelassen, wo am Tor vorbei ist, waren kompakt gestanden, haben versucht, schnell umzuschalten, den einen oder anderen Konter besser ausspielen können. Ich denke, das haben wir ganz gut gemacht und ich denke, zweite Halbzeit waren wir deutlich überlegen, auch für den Chancen her. Ich denke, das war auf jeden Fall eine positive Reaktion. Und glücklicherweise dann vielleicht am Ende hätten wir den Dreier mitnehmen können. So ist es jetzt beim Unentschieden geblieben. Das kann man einfach nicht beschreiben, wenn es heißt, heute wird das Stadion eingeweiht und man weiß, es sind zigtausend Zuschauer draußen und du läufst da ein und spielst. Also das ist schon ein einmaliges Gefühl.